Herzlich willkommen im zweiten Teil. Wir haben ja festgestellt, dass das Video zu lange ist. Schön, dass ihr trotzdem noch dabei seid. Jetzt erzähle ich was übers Bett. Also Bett, habe ich ja gesagt, ich möchte königlich schlafen. Und wie man hier unten im Bettkasten schon drin sieht, also ich habe einen richtigen Lattenrost verbaut mit einer Bettkastenfunktion. Das war mir jetzt sehr, sehr wichtig, weil halt unterm Bettkasten ist halt nochmal richtig Stauraum. Und was man auch kann, wenn man in der Früh mal aufsteht und man merkt, oh Gott, es regnet, ja, also der Auszug ist ja jetzt draußen, den man schon im ersten Teil gesehen hat. Also ich würde auch rein theoretisch hier hinten noch an Essen und Geschirr und sonst irgendwas hinkommen zur Not. Aber grundsätzlich ist es ja so, wenn es draußen regnet, dann fahre ich woanders hin. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Genau. Gut, Bett hier oben, Matratze. Viele kaufen ja eine relativ günstige Matratze. So eine 10 cm, 15 cm dicke Schaumstoff-Blockmatratze. Ich habe hier mir was richtig Schönes gegönnt. Und zwar habe ich hier eine 7-Zonen-Federkernmatratze in meinem Camper drin, damit ich auch wirklich schlafen kann wie ein König. Ja, also ich glaube 19 cm hoch. Wirklich gut, wirklich gut. Also ich habe schon jetzt mehrfach drauf geschlafen. Echt klasse. Das Bett hat Maße von 1,20 m mal 2 Meter. Also kann man wirklich alleine für alleine sehr, sehr gut schlafen. Und jetzt kommt das, wenn man zu zweit schlafen will. Ich bin auch jemand, der immer Platz braucht. Ich hau dann die Arme raus und die Füße raus. Und wenn man zu zweit schlafen will, gibt es Folgendes. Dann machen wir das jetzt mal kurz so, schmeißen wir alles raus. Dann habe ich hier, und da muss der Hase jetzt vielleicht mal ein bisschen reinkommen, hier an der Seite gibt es noch so ein Brett. Hier, genau, schön draufhalten. Das kann man runterklappen. Das ist natürlich auch wieder alles mit Magneten befestigt, dass es relativ einfach ist. Und dann klappe ich das hier runter und dann liegt das Brett seitlich auf dem Bettkasten auf. Und jetzt kommt das, was ich im ersten Teil schon gezeigt habe, was ich euch beim Bett zeigen wollte. Also diese Klappe gibt es natürlich links und rechts. Hier kann man es jetzt noch mal richtig gut sehen. Also hier seitlich habe ich jetzt quasi das Bett verbreitert. Die Decke noch ein bisschen rein. Ja, also hier ist jetzt verbreitert. Und jetzt kommt der Trick. Da habe ich aus meinem alten Camper, aus der alten Matratze, habe ich hier die habe ich ein bisschen zerschnitten und eingefasst und da kommt die lange Wurst raus. Und wenn man dann zu zweit schläft, wenn man mal Besuch hat, dann kann man die hier seitlich einfach reinstecken. Dann hat man ein 1,60 Meter breites Bett. Also ich kann es hier nochmal um 40 cm das Bett verbreitern, also rechts 20 cm. Und mit dem kleinen links 20 cm. Da muss jetzt vielleicht mal ein bisschen reinkommen, dann sieht man es auch. So, und dann hat man hier wirklich auch eine Bettverbreiterung. Hier nochmal 20 cm und auf der anderen Seite nochmal 20 cm. Das einzige Problem, was ich dann habe, hier steht ja normalerweise an der Verbreiterung mein Solarpanel, steht da mit drauf und das Kackzelt. Das zeige ich euch später noch. Okay, so viel zum Bett. Ist relativ gut gelungen, also man kann sowohl alleine als auch zu zweit. Den meisten reicht ja auch 1,20 Meter, aber ich bin da ein bisschen borglich. Ich brauche immer ein bisschen mehr Platz. Und der Hase und ich haben da schon zusammen drin geschlafen. Hase, wie hast du geschlafen? Sehr gut, äußerst gut. Besser als zu Hause. Das freut mich, das freut mich. Gut, und als nächstes zeige ich euch die Verdunklung. Gut, Verdunklung ist das nächste. Viele, wo ich gesehen habe, auch Videos auf YouTube, was ich gesehen habe, Verdunklung ist immer so ein Problem. Da machen immer viele ein bisschen Hickhack und dann haben sie da 10.000 Vorhänge und mit Magneten machen sie irgendwas hin. Fällt bei mir alles aus. Wie gesagt, ich möchte hierher fahren, ich möchte mich hinstellen und dann muss es fertig sein. Verdunklung ist ganz einfach. Ich habe zwei Rollos. Ich habe eins vorne, eins hinten. Und ich habe seitlichen Vorhang, den ziehe ich über die ganze Seite vor. Das mache ich jetzt kurz mal. Also ich habe hier hinten so ein kleines Kettchen.
Und wie man schon sieht, also es ist ein richtiges Verdunklungsrollo. Dann ist hier hinten dunkel. Dann hat hier vorne ein Rollo. Zack, peng, puff, dunkel. Und jetzt muss ich, glaube ich, fast schon mal meine Sonnenbrille ausziehen. Ja? Und hier vorne auch ein Verdunklungsvorhang. Der ist hier, läuft der oben in einer ganz normalen Baumarktschiene. Dann mache ich hier zu. Und wie man sehen kann, also es ist schon, sieht man überhaupt noch was? Ich glaube nicht, oder? Warte, ich mache mal hier das Rollo wieder hoch, dann ist gleich wieder hell. Zack, bang, puff, jetzt sieht man mich wieder. Und dann ist die Nummer wirklich komplett dunkel und blickdicht, dass keiner reinschauen kann. Und so ist das relativ einfach. Und wie man sieht, innerhalb von 2 Sekunden wieder auf und zu und fertig. Hier auch wieder hoch das Rollo, zack, und schon ist wieder komplett hell im Camper. Also wirklich praktisch, würde ich sagen. Gut. Als nächstes zeige ich euch noch den Rest vom Camper, so diese kleinen Kleinigkeiten, die ich noch verbaut habe. Hier vorne gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu zeigen. Also hier oben habe ich zum Beispiel eine Ablage. Ich habe hier immer so ein Handtuch und ein paar Handschuhe drin zum Arbeiten und zum Saubermachen auch noch. Hier ist noch eine Garderobe, da hänge ich immer meine Jäckchen auf. Da habe ich hier, die sind übrigens auch wieder vom Aldi gekauft. Das sind eigentlich Badarmaturen, das ist auch so ein kleiner Tipp. Wenn ihr irgendwo Ablagen braucht oder irgendwas zum Aufhängen, geht in den Baumarkt und, kauft Badarmaturen und Handtuchaufhänger. Das ist eigentlich relativ praktisch und sehr, sehr günstig auch in dem Fall. Hier unten gibt es noch ein Fach. Hier vorne, weil ich habe ja eine Rückwand drin. Und diese Rückwand verläuft ein bisschen schräg. Die vordere Wand, die hier, die läuft gerade nach oben. Und hier habe ich auch noch mal ein bisschen Stauraum. Also hier habe ich mein Klopapier. Hier ist mein Kackstuhl fürs Kackzelt. Ich glaube, das zeige ich euch dann auch gleich noch. Das werden wir mal aufbauen. Und hier vorne habe ich auch noch ein bisschen Platz, um Stauraum, um irgendwie solche Sachen zu verstauen. Zack. Natürlich auch wieder hier oben dran. Mit seitlich links und rechts hier Magneten. Sieht man die hier? Ja, ne? Mhm. Hier Magnete. Zack, und dann ist die Nummer auch schon wieder zu. Ja? Des Weiteren gibt es hier oben, hinten gibt es noch einen Hängeschrank. Ist auch alles mit Magneten gemacht. Also ich mache das einfach hoch und dann hält es. Ja? Oben im Hängeschrank habe ich meine Klamotten drin zum Wechseln. Ist jetzt auch noch ein bisschen was frei. Für den Hasen gibt es auch noch Platz für die Klamotten. Ja? Und aufgrund dadurch, dass ich wirklich Vollholz, also 18 mm Leimholz verbaut habe, kann ich sowas hier ohne Probleme einfach an die Wände schrauben. Es ist sowieso relativ praktisch, habe ich festgestellt. Auch diese Ablage hier vorne, die kleine Ablage hier hinten, wenn man schläft, wenn man sein Handy reinlegen will oder so. Das geht einfach ganz normal mit Spax, schraubt man das hin. Hier oben ist auch noch eine. Ja, und das kann man einfach ranspaxen und dann ist die Nummer erledigt. Genau. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was macht man denn, wenn man mal ein großes Geschäft machen muss? Normalerweise, wenn man ein großes Geschäft machen muss, also fürs kleine Geschäft geht man ja sowieso immer irgendwo ins Gebüsch oder in den Wald. Wenn man natürlich jetzt ein großes Geschäft machen muss, nimmt man natürlich auch ein Schaufel mit, macht sich ein Loch. Und survivalmäßig böllert man dann in den Wald. Ja? Falls man jetzt mal nicht so frei stehen sollte, habe ich vorhin schon das Kackzelt erwähnt. Das habe ich hier. Das ist mein Kackzelt. Also auch zum Waschen und zum Duschen kann man das natürlich benutzen. Das zeige ich mal ganz kurz. Das macht man einfach auf. Da ist noch hier das Dach drin. Das braucht man jetzt nicht zum Zeigen. Und das ist so ein Pop-Up-Zelt, das ist ganz cool. Zack, fällt puff. Dann geht das auf. Und auf. Innerhalb von Sekunden ist es aufgestellt. So. Jetzt. Genau. Und da könnte man jetzt hier rein, theoretisch, könnte man jetzt unten noch Heringe reinmachen. Dann würde das relativ gut halten. Dann geht das hier auf. Und dann sieht man schon, hier drin ist eigentlich relativ gut viel Platz.
ist da oben. Ja. Und dann kommt der sogenannte Kackstuhl. Haben wir hier auch. Ist einfach nur so ein Gestell. Da kommt dann halt eine Plastiktüte rein. Ah, das ist auch mehr so die Notlösung. Also man könnte auch rein theoretisch hier vorne im Camper sitzen, habe ich auch schon gemacht. Muss jetzt aber nicht sein, wenn man ein Zelt dabei hat. Dann kommt es hier drüber. Falsch, so rum. Das drauf. So, so. Und dann stellt man das hier rein und dann setzt man sich hier rein. Und dann kann man sich hier auch ganz gemütlich machen, ja, und kann hier mal schmettern. Ja, den Stuhl kann man auch gleich stehen lassen und dann hat man hier, wenn man jetzt zu mehreren steht und sich jetzt nicht frei entblößen will, also das Ding hat auch Stehhöhe, man kann es sich entweder im Sitzen waschen oder man hat auch Stehhöhe und dann kann man sich hier einfach waschen mit ein bisschen Wasser oder sonst irgendwas. Oder es gibt ja auch so Duschsäcke, wo unten so ein Duschkopf dran ist. Den könnte man rein theoretisch hier oben noch ranhängen. Und dann könnte man hier drin etwas beengt duschen, aber man könnte blickdicht duschen. Tschüss. Und wie man jetzt sehen kann, wir waren hier jetzt seit ungefähr eine Stunde, haben aufgenommen und die Wattzahl geht schon wieder runter. Das heißt, der Suaoki ist schon wieder fast voll. Und das war's mit der Roomtour. Der Hase lacht mich schon die ganze Zeit aus, weil ich das Outro immer verpimmel. Gut, also wie gesagt, das war's. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, der noch ein Problem hat mit seinem Camper und konnte auch ein bisschen Inspiration geben. Ich denke immer, es ist schön, wenn man viel YouTube guckt, dass man auch ein bisschen was zurückgibt. In dem Sinne, ich bin der Scar von den Camping Cowboys. Das ist mein Camper, den habt ihr gerade gesehen. Und wenn ihr sehen wollt im einzelnen Detail, wie ich das alles gemacht habe, wie ich alles ausgebaut habe, gibt es natürlich auch eine Camping Cowboy Camper Ausbauliste dazu, ja, Playlist. Da könnt ihr natürlich alles nachgucken, wie ich das genau gemacht habe. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen die Sonne genießen, werden uns jetzt noch eine Kleinigkeit kochen. Aber erstmal Prost auf euch, auf uns, auf die Camping Cowboys und bis zum nächsten Mal.